Ja, Freunde, gibt es zurzeit Beef zwischen Matthias Clemens und Kollega? Ihr fragt euch jetzt, wie, was ist da los, was ist da passiert? Ich will das eigentlich relativ kurz halten. Und zwar wollte Matthias Clemens zusammen mit einer bekannten Persönlichkeit einen Booster rausbringen. Viele gingen davon aus, dass das Farid Bang war. Er äußert sich diesbezüglich in einer Fragerunde dazu und deckt auf, dass es da nicht um Farid Bang ging, sondern um Kollega. Er wollte also mit Kollega zusammenarbeiten und auf die Frage hin, so traurig mit Farid und dem Booster, was ist eigentlich mit Gigas, haben die Dreck am Stecken, hat er in Textform ganz kurz aufgeklärt, dass er sich jetzt zu dieser ganzen Thematik äußern will, damit nicht weitere Gerüchte entstehen. Für diejenigen, die immer noch nicht wissen, worum es geht, ganz kurze Zusammenfassung. Kollega wollte zusammen mit Matthias Clemens einen Booster rausbringen. Durch die ganze Sache mit Amino und diversen anderen Problemen konnte Matthias dieser Idee mit dem eigenen Booster für Kollega nicht zeitnah nachkommen und so suchte sich Kollega jemand anderes, der diesen Booster für ihn rausbringt. Dieser jemand war Gigas Nutrition und als diese Zusammenarbeit öffentlich bekannt gegeben wurde, wurde Matthias Clemens wohl zugespammt und mit Fragen durchlöchert. Um all diese Fragen ein für alle Mal zu beantworten und da sich auch sehr, sehr viele Gerüchte verbreiteten, entstand nun dieses Statement von ihm und das gönnen wir uns jetzt auch. Guck mal, weil mein Kopf echt fickt jetzt in diese Fragerunde, ne? Ich erkläre es jetzt noch einmal, ein letztes Mal. Ich habe in all meinen Online-Videos gesagt, mit allen Jungs und damals ist alles gut. Dementsprechend ist das auch so. Das ist auch so. Mit vielen habe ich mich auch schon getroffen. Mit ihm jetzt, der den Booster gemacht hat, habe ich mich nicht getroffen, aber das hatte zeitliche Gründe. Er hat mich aber irgendwann kontaktiert, meinte, hey, ich würde dich gerne besuchen kommen, alles klären, treffen, dies, das, tralala. Und auch das Booster-Ding stand vorher schon mal zur Debatte, dementsprechend wusste ich auch, dass auch das Thema sein wird. Und dem habe ich zugesagt. Aus reiner Freundschaft. So, deswegen ist, triggert mich jetzt nicht businesstechnisch, aber ihr, euch triggert es ja scheinbar hart. Mir ist es egal. Ich finde es von seiner Seite ein doofer Move. Weil hätte er jetzt auf mich gewartet und wir hätten uns dann gesehen, hätte ich das wahrscheinlich auch zugesagt, aber nicht, weil ich davon es nötig habe, sag ich mal, sondern weil die History, es wäre schön, wir haben History und wir hatten nicht so ein großes Problem, meiner Meinung nach. Es war klärbar, so wie es mit allen anderen schon lange geklärt ist. Mit ihm aber auch, ich habe online mehrmals das signalisiert. Ich habe auch jetzt in der letzten Zeit immer wieder gesagt, dass das Treffen noch aussteht. Ja, das Treffen stand schon sehr lange aus, stimmt, so. Aber ich hatte halt voll den Film so. Und er hat einen sehr engen Draht zu mir, also einen sehr, sehr engen so. Also er hat somit den engsten Draht zu mir, wo er genau abrufen kann, wie mein Status ist und wie mein Stresspegel ist und alles und hätte das machen können. Hat er nicht getan? Man muss dazu aber auch sagen, in dieser ganzen Phase, und ich habe ja auch auf einige seiner Videos von Matthias reagiert, in dieser ganzen Phase mit seinem Hund Amino, wo er wirklich sehr, sehr viel durchgemacht hat, wo ich euch auch mal ausführlich versucht habe zu erklären, dass das nicht einfach nur ein Hund ist, den man da verliert. Ich glaube, in meiner letzten Reaktion auf ihn habe ich das sehr ausführlich erklärt. Ich war ja selber in einer Familie drin, die halt einen Hund hatten, 15 Jahre lang, den Jack. Und die Mutter meiner Ex-Freundin hat ihn wie einen Sohn gesehen. Die hat den über alles geliebt und die waren alle am Boden zerstört, als der Hund halt aufgrund des hohen Alters verstorben ist. Denn viele, viele meinten, er stellt sich nur an, was ist das, ist doch nur ein Hund. Und das ist genau das, was halt einige da draußen nicht verstehen, was ich früher auch nicht verstanden habe. Bis ich es selber mit eigenen Augen erlebte. Ich habe ja auch 5 Jahre in dieser Familie drin gelebt mit meiner Ex. Ich bin tagtäglich 4-mal mit diesem Hund rausgegangen. Man baut eine Bindung auf. Es sind treue Lebewesen. Die sind nicht wie Menschen. Hinterhältig, dreckig, ehrenlos, Ratten, stechen dir Messer im Rücken, was auch immer. Wenn du mit einem Hund bist, hast du so eine Art Grundentspannung. Aber ich will jetzt hier auch nicht wieder komplett ins Detail gehen. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, der hat sehr, sehr viel durchgemacht, indem er seinen besten Freund mäßig sein Kind verloren hat. Er wusste nicht mehr, wo vorn und hinten ist und hat da eine schwere Zeit gehabt. Das beeinträchtigt dich natürlich auch in allen anderen Bereichen. Er geht hier aber davon aus, dass die Gegenüber von ihm das akzeptieren und verstehen und, was noch viel, viel wichtiger ist, es tolerieren. Deswegen sagt er gerade auch, wir hatten einen sehr, 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 sehr guten Draht zueinander und er hätte es eigentlich besser wissen müssen, so, damit ihr es versteht. Die anderen, die ich im selben Atemzug erwähnt habe, haben über diverse Kontakte mich kontaktiert. Dementsprechend warten schon viele Leute so lange. Er konnte das scheinbar nicht so lange abwarten.
Aber ich muss auch dazu sagen, jetzt ganz ehrlich, ich war auch mit ihm befreundet, aber es verletzt mich jetzt nicht so. Es ist für mich so, ja, ich habe das 3, 4 Leuten erzählt, die haben gesagt, typisch er halt so. Das ist halt seine Art so. Er trennt halt Freundschaft und Geschäft sehr stark. Wenn das jetzt Fahrrad wäre, würde es mich treffen, ja. Und ich sage euch eine Sache, es muss nicht unbedingt schlecht sein, wenn man Freundschaft und Geschäft voneinander drastisch trennt. Ob das die richtige Entscheidung ist, sei mal dahingestellt. Nichtsdestotrotz habe ich persönlich schon so oft mitgekriegt, dass irgendwelche Freunde sich zusammengetan haben, irgendein Geschäft eingegangen sind und sobald da größere Mengen an Geld eine Rolle gespielt haben, sind diese Freundschaften zu Bruch gegangen. Und egal wie intensiv die waren, deswegen habe ich für meinen Teil zumindest immer versucht, alles, was mit geschäftlich zu tun hat, Familie rauszuhalten, Freunde rauszuhalten und selber auch keine Geschäfte mit irgendwelchen Freunden oder Familie einzugehen. Weil dann mischt sich immer wieder Emotionen mit ein, das ist nicht gut fürs Geschäft und man trifft manchmal die ein oder andere Fehlentscheidung. Wenn es jetzt die Jungs wären, würde es mich auch treffen. So. Aber bei ihm ist so, ich denke mir, ja, okay, bold Chance. So dumm, meiner Meinung nach. Also, ich finde halt, ich will nicht fronten, so, dann komme ich, ja, ich verletze, also mich, mir, ich war schon so ein bisschen geschockt, ja, so, aber nicht enttäuscht, war so einen auf, okay, seit 2019 trifft er nur falsche Entscheidungen, meiner Meinung nach, aber ich wünsche ihm jetzt auch nichts Schlechtes und ich kenne seine Art und ich kenne ihn lange und ich möchte jetzt auch keine alten Kamellen auspacken, aber. Und was meint er mit seit 2019 trifft er nur falsche Entscheidungen? Da fing es ja bei Kollega an, bergab zu gehen. Unter anderem diese ganzen Sachen mit den Coachings, Meetings, was weiß ich, wo man sich Meet and Greet mit ihm kaufen konnte für sehr, sehr viel Geld. Und dann die Videos, die er hochgeladen hat, wo sogar ein Ungemahl auf eins reagierte und sich nur noch dachte, hä? Was geht bei dem gerade ab? Kollege ist doch nicht dumm, oder? Also er ist doch eigentlich kein dummer Typ, er schreibt doch intelligente Texte. Von Kollege erwarte ich doch nicht so ein Video. Oder sind da Drugs im Spiel? Welche Drogen sind da im Spiel, ist die Frage. Ich steh drauf am Block auf Kokain und Vicodin-Tabletten. Aschkobari Nummer 1. Kollege der Boss. Was hat er gerade gesagt? Digga. Was ab, Digga? What's up, Digga? Was? Was? Ist das real, dieses Video? Pascha, fuck mir, ab mir, Attila. NOIR, Genf, Jigsaw in der Türkei. Er ist ja in seinem kompletten Film. Alpha Gent, Nazmir in der Türkei. Das ist Alpha. Also, ich weiß nicht, ob der liebe Felix Blume sich vielleicht einen Social-Media-Berater suchen sollte. Aber da läuft einiges schief. Das ist Alpha. Jungs, was ist das? Das Nein. ist Alpha. Oh nein, oh bitte, bitte, bitte mach's nicht noch unangenehmer. Das ist einfach. Jungs, was ist das? Das Video ist einfach zu Ende. Das ist einfach. Das ist Jungs, einfach. Das ist was ist einfach. Das ist einfach. Und die Rede ist hier gerade halt vom Kollegen, da er den Namen nicht erwähnt, mache ich das einfach mal. Und ja, seit 2019 hat man auch nicht wirklich viel von ihm gesehen. Da war halt auch noch die Sache mit Mois und diverse andere Sachen. Das kann man ja alles nachgucken im Internet. Auf jeden Fall will Matthias damit sagen, Bro, du hast seit 2019 nur Fehlentscheidungen getroffen und jetzt mit mir diesen Deal mit dem Booster nicht einzugehen, ist halt auch eine Fehlentscheidung. Wobei halt für Kollega wohl ausschlaggebend dafür die Tatsache war, dass sich das Ganze zu lange hingezogen hat. Matthias sagt einfach, ey, ich hatte die Phase mit meinem Hund, ich musste mich erstmal finden. Da hätte er ruhig noch ein wenig länger warten können. Für mich dann auch so, ja, okay, hau rein, Brudi, mach dein Ding, ich mach mein Ding. Dann habe ich auch keine Lust mehr, mich jetzt zu treffen, so. Und bei den anderen halt allen, die ich alle immer in einem Atemzug halt nenne, so sehe ich das halt anders so. Da habe ich halt immer noch Bock so. Und die sind da auch, glaube ich, alle geduldiger. Beziehungsweise auf mich muss auch keiner warten. Ich meine, ich konnte halt nun mal wirklich nicht so. Ne? Mehr habe ich jetzt, will ich auch jetzt momentan nicht dazu sagen. Aber an die Firma, ich habe einen Screenshot bekommen, wo ihr mich anfeindet. Bitte, bitte, doucement, bevor wir Palaver kriegen, weil. So, Christo, du weißt, schieß nicht online gegen mich, nur weil, also lass dir jetzt nicht Eier machen, weil wir, du bist schon vor ESN an mir gescheitert, um jetzt das Fass mit dir nochmal aufzumachen.
Ist komplett Blamage, ne? So, so. Macht dein Ding, macht euer Ding, werdet glücklich. Ich denke, das hat keinen Erfolg. So, es hätte bei Sekt Plus mehr Erfolg, aber ich muss es auch nicht machen. Ich hatte nichts mit mir am Herzen und. Aber schießt nicht gegen mich. Besser, besser. Glaub mir. Ja, Freunde, so viel zu der Thematik zwischen Matthias Clemens und Kollega. Schreibt ihr mir wie immer eure Meinung unten in die Kommentare rein. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann und ciao.